Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Splatoon 2. Im letzten Part waren wir wieder im Turmkommando unterwegs mit dem ganz normalen Kleckser oder dem Tentate-Kleckser wohl eher. Und haben da auch halbwegs gut gespielt, wie ich finde, nicht ganz schlecht zumindest, also das ging schon. Und heute geht's wieder weiter mit dem Heldenmodus. Und zwar genauer gesagt mit Welt 4, mit der wir jetzt dann nämlich anfangen wollen, denn wir haben Welt 4 noch gar nicht betreten bisher. Das wollen wir jetzt dann aber gleich zum ersten Mal machen. Upgraden will ich mich nicht und kann ich mich auch gar nicht, weil ich nämlich zu wenig Punkte habe, glaube ich mal. 900 nur, das reicht glaube ich für nichts, deswegen werde ich dann gleich mal zu Zone 3 erstmal, also zu Zone 4 komme ich ja noch nicht hin, genau, erstmal zu Zone 3 hingehen, und zwar am besten zum Boss, weil ich nämlich dort am nächsten dran bin, dann an der Warp-Zone eben zu Welt 4, glaube ich zumindest. So, genau, weil ich möchte ja nämlich hier rüber. Ja, und das sind auch schon gleich da. Und können dann schon Welt 4 betreten und dann eben schon ein bisschen die Oberwelt von Welt 4 dann eben genauer erkunden. Und wieder mal die Level suchen, wo ich wieder ewig lang brauchen werde. Und es auch wieder dann Schriftrolle und Ankovium. Können wir uns dann vielleicht auch gleich abholen. Mal schauen. So. Das also ist Welt 4. Libergarnison. Okay, sieht auch wieder recht verwirrend aus vom Aufbau her, ehrlich gesagt. Deswegen mal gucken, ob ich hier alles finden werde. Wir haben ja erstmal die lustigen Hüpfwogen, yay, und auch diese Dinger hier. Also erstmal einige coole Mechaniken, die wir schon aus früheren Leveln kennen und dort eben schon kennengelernt haben. Dann dabei erstmal Level 16. Wie sieht es eigentlich damit so aus? Das ist das erste. Okay, es kommt dann noch 17, 18, 19, 20 und 21. Und dann eben noch der Boss. Also bis zu 21 geht's. Das hier oben ist vielleicht das nächste. Mal schauen. Okay, tatsächlich. Also ja, bisher läuft es ganz gut. Würde ich sagen, 16 und 17 schon recht schnell gefunden. Und da ist schon wieder ein Fragezeichen. Ballon aber da hinten auch. Was bist du jetzt für einer? Bist du der Besondere? Nein, du bist der, wo ich noch Punkte kriegen kann. Alles klar. So. Bam. Okay. Und den anderen will ich dann aber mir auch noch gleich genauer angucken. Logischerweise. So. Komme ich hier eigentlich wieder zurück oder wie? Da komme ich wieder zurück. Okay. Und hier komme ich hier so rüber. Und hier hin. Okay, und hier ist die Kiste. Mit dem Ankovium. Yay. Okay, aber die Ankovium-Dinger hier auch immer in den Oberwelten zu finden, ist auch immer recht einfach und das sollte eigentlich meistens kein Problem darstellen. Was wir auch hier gerade eben deutlich sehen konnten. So, mehr Punkte. Und hier nach oben will ich gehen. Denn dort ist gleich das nächste Level. Also hier läuft es auf jeden Fall in der Oberwelt von Welt 4 um einiges besser als in Welt 3, weil da habe ich viel, viel länger gebraucht für die ganzen Level, habe ich den Eindruck. Aber hier finde ich die recht schnell. Weil im ersten Moment wirkt zwar der Aufbau hier von Welt 4 recht kompliziert, aber ist sogar eigentlich doch relativ machbar, hier alles zu entdecken. Und ist dann doch ein bisschen leichter aufgebaut, als man im ersten Moment vielleicht meinen mag, wie ich finde. Deswegen ist eigentlich alles ganz in Ordnung. So, fehlt ja auch nur schon ein weiteres Level, oder? Ne, gar nicht, waren 19 und 21 fehlt doch, genau. Und halt der Bossraum, aber der Bossraum dürfte ja hier eigentlich wieder leicht zu finden sein, normalerweise. Oder? Ich weiß nicht genau, aber ich meine immerhin, den Bossraum muss ich ja, oder halt den Bosskessel muss ich ja nicht freispielen. Sondern da kann ich ja einfach an dem vorbeilaufen mal später dann. Und der wird dann später automatisch aktiviert. Das ist ziemlich cool. Wird dann später mal automatisch aktiviert, sobald ich eben halt alle Level hier geschafft habe. Also wirklich finden muss ich den Bossraum jetzt gar nicht unbedingt. Es wäre trotzdem ganz gut, wenn ich ihn finden würde. Aber ich muss gar nicht unbedingt das überhaupt schaffen. So, hier oben war ich noch gar nicht. Und dort dürfte dann noch hoffentlich das letzte Level versteckt sein und dann eben auch der Bossraum. Und, oder halt der Bosskessel. Und dann haben wir auch schon hier alles gefunden. Also ging dann doch echt relativ schnell. Genau da oben ist nämlich dann der Boss. Wow. Also cool. Hui. Okay, muss ich dann hier als Tintenfisch nach oben jumpen. Das ist ziemlich witzig. Und hier ist er eben, genau. Aber lassen wir erstmal. Hui. Und gehen dann noch darüber, weil da drüben ist dann wahrscheinlich eben noch das letzte Level hier versteckt. Da muss ich hier drüber jumpen. Genau. Und das war's auch schon. Alle Level schon gefunden. Das ging super schnell. Wie gesagt, viel, viel schneller als in Welt 3. In Welt 3 habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal so lange gebraucht, würde ich mal schätzen. Also das lief echt gut. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, weil ich will auf jeden Fall noch die Schriftrolle haben. So. Hier hin. Okay, muss wahrscheinlich hier entlang... Ah, nee, doch nicht. Verdammt. Da habe ich das Spiel ein bisschen ausgetrickst, weil ich dachte, ich müsste es da nach oben jumpen, aber muss ich doch nicht. Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet, aber jetzt werde ich es dann gleich besser wissen. Und ich will übrigens eine andere Waffe eigentlich nehmen. Eine mit einer höheren Reichweite. Ist das Splatling hier gut? Ich weiß nicht. Nee, ich nehme mal die normale hier einfach, weil die hat ein bisschen eine höhere Reichweite als der Doppler, aber trotzdem eine sehr hohe Feuerrate, weil sie eben schon auf Level 2 ist. Und ich kann eben zum Beispiel den auch von hier treffen, dachte ich, aber kann ich doch nicht. Okay, da habe ich aber sehr lange Zeit gehabt für den. Das war jetzt sehr freundlich auf jeden Fall, aber das wird jetzt schwieriger, die zu treffen. Nö, das war sehr, sehr knapp. Und, ja, okay, ich werde irgendwie ständig überall durch die Gegend... Ah, nee, shit. Durch die Gegend geschickt. Ich dachte, dass ich hier einfach mal einem Weg auch folgen müsste bis zum Ende hin, aber nee. Ich muss einfach hier überall hinlaufen und werde immer wieder zurück
abgedrängt. Wie komme ich jetzt dahin? Hier so. Okay. ja, schön. Jetzt habe ich das schon mal geschafft. Wie komme ich jetzt zur Schriftrolle hin? Das weiß ich nicht. Okay, so komme ich hin. So. Hui. Yay. Das war auch recht einfach. Sehr gut. Und schon den vierten Sticker. Alles klar. Und nee, es gibt anscheinend nur 5 Sticker und nicht 6 Stück. Weil ich dachte, die würden da eben so schön angeordnet sein. Lass mal, öffne mal nochmal kurz. Wo kann ich es nochmal mir angucken? Schriftrollen, genau. Ich dachte eben, das würde da so aufgelistet sein. So. dass da eben halt immer links eines ist in der Mitte und auch ganz rechts sind es eben 2 Reihen. Aber nee, es sind anscheinend nur 5, die da hinpassen. Alles klar. Ist auch in Ordnung. Aber ja, das macht ja auch Sinn, weil wir haben ja auch schon herausgefunden, dass es auch 5 Welten nur gibt, ne? Genau, und es gibt gar keine 6. Okay, auf jeden Fall, dann gehen wir doch am besten gleich zum ersten Level, nämlich Level 16, und zwar Intermezzo auf der Bowlingbahn. Oh, das hört sich witzig an. wieder mal eine Vorgabe von Arti, und wir legen dann auch gleich mal los. So, ich habe da schon eine sehr, sehr interessante Silhouette gesehen. Ich weiß nicht, ob das wieder ein Gegner war oder eine Mechanik. War auf jeden Fall sehr rund. Ist ein Gegner. Hui. Das sieht witzig aus. Und ich darf die normale Heldenwaffe nehmen. Oder muss wohl eher, aber ich darf sie wohl eher nehmen, weil sie schon auf Level 2 ist. Deswegen, das passt eigentlich. Okay. Oktokuglern. Den gehe ich aus dem Weg. Okay. Ich kann sie hier nämlich nicht treffen, aber wahrscheinlich dann eben am Kopf, oder? Genau. Am Kopf sind sie verwundbar. Okay. Ja, das ist hier wirklich so eine Art Bowlingbahn, wo wir hier sind. Wow, das war knapp. Er ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Der hatte gerade eine andere Farbe übrigens. Warum hat der eine andere Farbe gehabt? Weiß ich nicht. Hätte ich den zerstören sollen? Ich werde mal nochmal kurz warten und nochmal kurz dann gleich eine andere Bowlingkugel kommt auch mit einer anderen Farbe. Weil vielleicht kriege ich ja Punkte, wenn ich die zerstöre, wenn ich das schaffe oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wirklich schon komisch. Und die kommen, ja genau, der nämlich. Die kommen nämlich auch hier rausgeschossen, ist auch ganz witzig. Ja, da kriege ich Punkte. Okay. Das ist ganz witzig. Bei einer anderen habe ich keine bekommen, oder? Ja, doch, habe ich auch. Aber bei dem besonders farbigen kriege ich viel mehr Punkte als normalerweise. Okay, alles klar. Gut. Da will ich auf jeden Fall die immer zerstören. Die anderen ist nicht unbedingt, weil da kommen ja auch unendlich viele von denen. Und das würde ein bisschen dauern. Aber die besonders farbigen will ich dann immer zerstören. Okay, alles klar. Ja, schon mal eine sehr, sehr interessante Mechanik, obwohl man es weniger Mechanik nennen kann, als eher einfach Gegnerart. Eine sehr interessante Gegnerart ist das auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die auch gar nicht mal so leicht zu besiegen ist, weil ich eben immer nur sehr kurz Zeit habe, um dann wirklich auch ihre Köpfe zu treffen. Weil sich die Bowlingkugeln schon relativ schnell drehen, wie ich finde. Und dann wirklich immer die Köpfe zu treffen, ist echt nicht so einfach. Deswegen, ja, die Gegnerart hat es schon in sich, muss ich zugeben. Aber okay. So, ich hoffe, dass ich da jetzt nichts verpasst habe am Anfang, aber ich denke mal eher weniger. Aber erst dann gleich könnte vielleicht dann schon die Schriftrolle oder auch das Ankobium eben vielleicht kommen. Und starke Gegner haben wir hier. Ich will die mal am besten mit Bomben töten. Bam, genau, weil es sind ziemlich starke Gegner, die ich dann so am leichtesten besiegen kann. Und ich will ich auch wieder besiegen. So, sehr gut und viele Punkte. Komme ich irgendwie nach oben? Weiß ich nicht. Vielleicht ist da oben ja irgendwas. Aber ich denke mal eher weniger. Kann ich hier vielleicht nach unten? Nein. Das wäre auch ein ganz cooles Versteck, finde ich. Da, wo eben die ganzen Bowlingkugeln nach unten gefallen sind. Aber nee, da war auch nichts versteckt, leider. Und Sniper ist auch noch hier. Okay. Und ich will eigentlich ganz gerne hier den wieder besiegen, den besonderen. Aber ich schaff's, glaube ich, nicht ganz. Na, das ist ein bisschen sehr riskant, was ich jetzt hier tue. Habe ich das geschafft? Weg hier. Weg hier, Hilfe und dich töten. Stirb. Okay. Alles klar. Ich gehe mal nochmal schon mal kurz hier nach oben. Und hier kann ich jetzt weitergehen. Okay. Aber kann ich da jetzt noch irgendwie zu den Bowlingmaschinen da irgendwie nach oben? Ja, ich wüsste auf jeden Fall nicht, wie. Ich habe ja immer noch Ballons, die ich zerstören kann. Ja, okay. Ich wüsste nicht, wie. Weil von hier aus komme ich nämlich auch nicht darüber. Nee. Nee, ich glaube, hier ist dann nichts mehr. Weil ich jetzt eben keine Ahnung habe, wie ich da nach oben kommen könnte. Und das wäre der einzige Ort, wo ich mir hier ein Versteck vorstellen könnte. Aber da komme ich nicht hoch, glaube ich zumindest. Ich sehe auf jeden Fall keine Möglichkeit, deswegen gehe ich dann mal weiter. Okay. Wird schon hoffentlich passen und werden da hoffentlich nichts verpasst haben. So. Warte mal, kann ich hier hinten was finden? Erstmal nochmal kurz gucken, bevor ich weitergehe. Nein, okay, hätte ja sein können. Alles klar. Und mehr Bowlingkugel natürlich hier. Und erstmal eine Klecksbombe. Bam! Und die erstmal schön gekillt. Nice. Wie wirken denn eigentlich Klecksbomben gegen Bowlingkugeln? Okay, okay, alles klar. Die zerplatzen sofort, sobald sie die Bowlingkugel auch nur berühren. Was aber schon ein Vorteil sein kann, weil wir nämlich genau dann gerade die. Ja, gerade der Kopf von dem Okto oder halt von dem Oktarianer verfügbar oder halt sichtbar ist. Dann kann ich damit dann vielleicht den sofort besiegen. Also das kann mir, glaube ich, auch zum Vorteil gereichen, dass eben die Klecksbomben sofort zerstört werden. Das ist ganz interessant. Okay, dann weiter nach oben. Oh Gott,
Das ist aber jetzt schon ein bisschen sehr eng, ne? Also jetzt haben auch die Bowlingkugeln nochmal stark an Geschwindigkeit zugenommen. Und na, verdammt mal, und den jetzt mal auszuweichen, ist nicht ganz so einfach auf jeden Fall. Aber es ist ein cooles Prinzip, das gefällt mir sehr. Das Level, weil das auch wieder echt sehr, sehr interessant ist. Und man das hier auch nicht so ganz einfach schaffen, scheiße, auch nicht so ganz einfach mal schaffen kann, den auszuweichen. Okay, jetzt mal übrigens mal einen Fall, den ich mal kurz ansprechen will. Das habe ich nämlich schon häufiger mal bemerkt, aber noch nie wirklich, glaube ich, im Let's Play angesprochen. Denn wenn man zu häufig getroffen wird, dann wird man nicht sofort sterben oder halt an Leben verlieren. Man wird erstmal in einen kritischen Zustand übergehen, den ich mal nochmal kurz zeigen will. Wenn ich jetzt mal kurz getroffen werde hier, bam, dann wäre ich jetzt eigentlich normalerweise tot. Aber ich werde jetzt nochmal überleben, aber dafür ist meine Rüstung ein bisschen kaputt und muss ich erst wieder regenerieren. Und während dieser Zeit bin ich viel, viel langsamer als normalerweise. Sowohl mein Lauftempo als auch mein Schwimmtempo ist viel, viel langsamer als normalerweise. Und das haben wir auch schon häufiger mal sehen können. Ich habe es eben nur noch nie angesprochen, wie gesagt. Und das macht es natürlich in einer Hinsicht leichter, weil ich dann eben nochmal einen zusätzlichen Treffer immer habe, den ich einstecken darf, bevor... Wow, du bist groß. Bevor ich dann letztendlich sterben werde. Die sind ja riesig, ja, das stimmt. Bevor ich dann letztendlich sterben werde, und das stimmt schon. Aber trotzdem ist es dennoch auch riskant auf jeden Fall so irgendwie. Und man sollte da schon auf jeden Fall aufpassen, weil währenddessen läuft man dann eben stark Gefahr, dann eben noch abzukratzen, weil man eben halt sich kaum mehr wirklich sinnvoll bewegen kann. Deswegen, da muss man schon aufpassen. So, ich habe das Geschütz übrigens schon gesehen. Ich will nur wissen, ob ich hier noch irgendwas anderes finden kann. Hier kann ich jetzt aber hinkommen. Und da ist auch auf jeden Fall ein Secret, oder? Ich glaube mal schon. Ja, jetzt aber... Oh Gott. Muss ich da schnell genug sein? Schaffe ich das? Ich meine, da hinten ist ja auch eine Kiste sogar. Die da. Oh Gott. Das ist sehr schwierig, weil da habe ich ja wirklich kaum Zeit. Okay. So, jetzt rüber. Und jetzt stand schnell hier rüber. Nein, ich bin doch gesprungen. Ich konnte nicht springen, weil ich da hängen geblieben bin an der Kante. Mann. Gibt's doch nicht. Okay, ich werde es dann gleich mal kurz das Geschütz ausprobieren. Vielleicht kann ich ja die Bowlingkugeln für immer kaputt machen. Glaube ich weniger, aber vielleicht geht's ja doch irgendwie. Keine Ahnung. So. Bam. Ja gut, ich meine, ich kann die halt zerstören und dann vielleicht schnell genug sein. Oder? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Machen wir schon mal das auch nochmal schnell. So, den Ballon auch. So, okay. Und... Zack. Ja, kein... Okay, kein Treffer leider. Das will ich dann einfach mal besser machen. Und zwar genau dann, wenn eben die Bowlingkugel nach unten kommt. Shit. Stirb. Nein, jetzt lass ich halt treffen jetzt. Nein, lass ich... Dann halt nicht. Okay. Ich meine, vielleicht ist es auch so, dass nur zwei Bowlingkugeln gleichzeitig draußen sein können. Und wenn ich jetzt die eben auch noch zerstöre, was ich nicht geschafft habe leider, dass dann eben bis die nächste nachspawnt, dass es dann lange dauert. Das kann vielleicht sein. Warten wir nochmal kurz. Kaputt? Okay. Ich werde mal kurz warten. Und dann ist gleich hoffentlich besser machen können. So, ich werde auch bei dir kurz warten, bis du dann hier so bist. Und dann möchte ich da zerstören und dann eben auch die nächste, die dann gleich wiederkommen wird. So. Zack. Und. Okay, nice. So, jetzt schnell hin. Jetzt haben wir dann hoffentlich genügend Zeit, um dann uns das Secret hier abzuholen. So. Und hoch da, okay. Mir ist auch gerade übrigens aufgefallen, dass ich das sehr viel leichter hätte machen können. Habe ich nämlich nicht bemerkt, weil ich kann nämlich, glaube ich, auch einfach, Moment, hier nach oben. Ja, genau. Und dadurch kann man es dann auch ohne dieses Geschütz hier schaffen. Indem man nämlich einfach halt da nach oben geht. Man wartet hier am besten so in der Ecke. Weil da wird man nämlich, glaube ich, gerade so nicht zerquetscht, oder? Und dürfte es dann rechtzeitig schaffen, da nach oben zu kommen. Obwohl, andererseits, das schafft man, glaube ich, auch nicht wirklich, oder? Ja, nee, vielleicht muss man doch das Geschütz zwingend benutzen, um da dann wirklich hinzukommen. Das kann schon auch sein. Keine Ahnung. Naja. Ankovium fehlt auf jeden Fall noch, was mir nicht ganz so gut gefällt, weil ich schon wieder die Vermutung habe, dass uns das noch fehlt, weil das war schon gerade eben der letzte Checkpoint. Und da oben ist schon das Ziel. Ja, viel kommt also nicht... Ach, du Scheiße. Boah, sind die schnell. Viel kommt also nicht mehr. Und ich wüsste nicht, wo man das hier noch verstecken könnte. Deswegen, ich glaube... Wir haben schon wieder verpasst, leider. Aber vielleicht finden wir es doch noch hier irgendwo. Keine Ahnung. Kann ich euch damit zerstören? Okay, das ist ganz cool. Mit diesen Dingern hier kann ich die auf jeden Fall sofort zerstören. Sehr schön. So, und hier ist das Ziel. Finde ich hier noch irgendwas an Ankovium? Ich glaube es weniger. Ich gehe mal kurz dahin, wo auch die Bowlingkugeln sind. Hilfe, bin ich hier safe? Bin ich. Aber... Nee, hier ist... Hier unten ist auch nichts mehr. Ich kann mal kurz hier so eine Schutzmauer mir aufbauen. Nee... Ich kann sogar das hier einfärben. Aber nee, da ist nichts mehr. Und wir haben leider das Ankovium verpasst. Hm, schade. Das waren, glaube ich, schon eher irgendwo am Anfang, schätze ich mal eher. Aber naja. Was willst du machen? Gut, werde ich dann mal gleich nochmal in das Level reingehen und das dann euch noch reinschneiden, wo ich das, denn das Ankovium hier verpasst habe. Aber erstmal lesen wir uns noch kurz den Schriftrolleneintrag durch.
Gesucht Fischeiersammler. Keine Berufserfahrung nötig. Alter und Lebenslauf egal. Kinder leicht Geld verdienen. Schnappt ihr einen Freund und bewerbt euch gleich gemeinsam. Naja, geht so. Da kann man ziemlich häufig abkratzen. Deswegen, ob das wirklich so ein sicherer und toller Job ist, ich weiß ja nicht. Aber ganz cool, dass auf jeden Fall hier noch Werbung gemacht wird für den Salmon Run. Gut, dann gehe ich gleich nochmal rein und werde dann hoffentlich gleich das Ankobium finden. Ach, ja, natürlich, okay, das ist wieder mal typisch, dass ich natürlich bei der anderen Bowlingbahn hier hinten geguckt habe, ob da unten was ist, aber hier schaue ich da natürlich nicht mehr. Vor allem hier ist sogar, an der Stelle, wo es Ankobium ist, so ein auffälliges Gitter. Deswegen, ja, das hätte mir auffallen müssen, also das ist peinlich, dass ich das nicht bemerkt habe. Das ist ziemlich eindeutig eigentlich, dass da unten dann etwas ist, vor allem auch noch wegen dem Gitter. Also ja, das hätte ich eigentlich finden müssen. Naja, gleich sehen wir uns dann wieder am Ende vom Level. Okay. So, dann ein weiteres Level schaffen wir aber schon noch, würde ich sagen. Nämlich dann eben das nächste, das 17. dann. So, wir können mal kurz gucken dann, wie das schon mal heißt. Das nennt sich nämlich In der Festung der Oktokommandanten. Okay, das hört sich ein bisschen fies an, der Name irgendwie. Alles klar, die Oktokommandanten. Diese Dinger hier, sind das die Sniper? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wer die Oktokommandanten sind. Kenne ich die schon aus Splatoon 1 oder sind das hier neue Gegner? Kein Peil. Wir schauen einfach mal, was uns dann hier so erwarten wird. Mit dem Schwapper, den ich benutzen muss. Okay. Aber den haben wir ja schon auf Level 2 gebracht. Deswegen, das war eine gute Idee, den auf Level 2 zu bringen. Da ich jetzt dann eben hier ein bisschen leichteres Spiel hoffentlich haben sollte. So. Wer sind die Oktokommandanten? Ich weiß es nicht genau. Du bist kein Oktokommandant. Du bist ein normaler Oktotyp, der nicht viel kann. So. Wieder mal schön an den Kanten gucken, aber hier scheint nichts zu sein. Okay, jetzt haben wir hier drehende Plattformen. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen, weil nämlich hier jetzt eine Kiste eben ist. Auf dieser Seite hier, genau. Weil gerade eben, ja, das war knapp, weil gerade, das ist gar nicht mal einfach, weil gerade eben war nämlich diese Kiste noch auf der Unterseite und deswegen gar nicht auch wirklich zu sehen. Und deswegen werde ich bei solchen drehenden Plattformen da auch immer ein bisschen warten müssen, bis ich auch wirklich alle Seiten davon gesehen habe, weil sie halt auf der Unterseite dann eventuell auch noch Kisten oder halt andere Sachen verstecken können, die ich dann unbedingt finden will. Deswegen muss ich auf jeden Fall aufpassen. So, du bist ein Oktostampfer, aber gewiss auch kein Oktokommandant. Und wie eine Festung sieht das bisher auch noch nicht aus. Deswegen, bisher verstehe ich den Titel noch nicht, aber wird sich dann gleich schon noch klären. Was ist eigentlich das für ein Ding? Warum ist hier so ein Käfig? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber okay, hier kann ich dann weiter nach oben. Bei den Kanten auf der Unterseite war, glaube ich, hier nichts. Hoffe ich zumindest. Ist da oben eigentlich noch mehr? Nee, auch nicht, oder? Ich denke jetzt mal nicht. Das sah nicht so aus, als könnte man da hingehen an diesen Ort. Deswegen, das passt schon, hoffe ich erstmal. Und hier ist wieder ein Auto. Benutzt ganz klassisch das Auto als Deckung. Ja, oder ich gehe einfach frontal drauf, weil der eh nicht viel kann, der Typ. So. Okay, ich hätte ihn auch kaputt rollen können, den Gegner. Bam. So, ich will eben kurz warten, weil ich noch wissen will, ob ich noch auf der anderen Seite irgendwas finden kann. Das ist aber auch ganz interessant, weil wenn ich eben hier in meiner menschlichen Form durch die Gegend laufe, dann kann ich eben schon sehr leicht runterrutschen. Aber als Tintenfisch kann ich nicht runterrutschen, weil ich ja da auch an Wänden nach oben schwimmen kann. Deswegen ist es auf jeden Fall immer von Vorteil, wenn ich auch dann diese drehenden Plattformen komplett einfärbe, damit ich dann eben wirklich auch überall dann über mich in einen Tintenfisch wandeln kann und ich dann dort eben überleben kann. Egal, ob ich gerade auf der Oberseite stehe oder auch seitlich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, wenn man auf der... Wow, das ist einer. Der hat tatsächlich eine Splatling einfach mal, der Arsch. Was hält denn dem eigentlich ein? Okay, der hält sogar mehrere Schläge aus. Der hat's drauf. Der hat's echt drauf, muss ich zugeben. Okay. Was wollte ich jetzt gerade eben sagen? Genau. Mich würde mal interessieren, wie ist es denn, wenn ich quasi auf dem Kopf stehe, aber in der Tinte noch bin. Das will ich mal gleich austesten. Ich will mal kurz den Checkpoint aktivieren und dann es gleich austesten. Hier zum Beispiel. Okay. So. Ich geh mal kurz dann hier so hin. Oder vielleicht hier auf der Seite beim Auto auch noch ein bisschen. So. Und ich möchte ganz gerne jetzt hier bleiben. Ich geh mal schon mal hier nach oben. Das geht nicht. Okay. Alles klar. Also sobald es dann mehr als 90 Grad werden, dann werde ich irgendwann dann nach unten fallen. Okay, also ich sollte auf jeden Fall nicht so sehr an der Decke dann kleben. Scheiße. So ein bisschen an der Wand, das ist in Ordnung, aber halt nicht an der Decke. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. So, ich möchte auch hier wieder kurz abwarten, bis ich alle Drehungen gesehen habe. Weil eventuell wieder mal auf der Unterseite von den Plattformen hier etwas sein könnte. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe halt bisher immer noch nichts gefunden in dem Level, also nichts Wichtiges. Deswegen
habe ich schon wieder ein bisschen Schiss, dass ich hier irgendwas verpasst habe, was durchaus möglich ist. Weil ich nämlich am Anfang nicht so ganz gründlich war, habe ich den Eindruck. Und deswegen, vielleicht habe ich echt schon wieder was verpasst. Ich hoffe es nicht, aber es könnte passieren. Naja. Jetzt habe ich schon viele Ballons hier plätten und Punkte sammeln. Das waren jetzt viele Punkte. Cool. 26 insgesamt, nicht schlecht. So, und da oben ist ein Octostamp DX. Sieht man auch nicht jeden Tag. Okay. Was ist an den DX-Varianten so viel besser als an den normalen? Ich werde es wahrscheinlich gleich herausfinden. Mal gucken. Und einer von denen... Ah ne, okay, den da oben meinst du. Okay. Weil das sind nämlich die normalen und der da oben. Das ist dann ein DX-Typi. Der auch sehr, sehr komische Augen irgendwie hat. Wie ich finde, aber okay. Sondern hier an diesem Ort ist doch jetzt irgendwas versteckt, oder? Ich hoffe doch mal. Weil ich bisher eben noch nichts gefunden habe. Aber hier erstmal nicht. Ich gehe mal noch weiter nach oben, dann auch gleich eben zu dem DX-Typen. Aber hier bei der Plattform ist auch nichts zu finden. Weder an der Ober- noch an der Unterseite kann ich hier irgendwas Tolles entdecken. So, der ist unzerstörbar. Ach, echt jetzt? Okay. Wirklich komplett? Ich meine, ich kann immerhin draufgehen auf ihn und dort einen Schlüssel kriegen. Aber ich kann den an sich nicht zerstören. So ähnlich wie auch schon manche andere Gegner. Okay. Warum kann ich hier hinten noch entlang gehen? Warte mal, ich will mal kurz wieder alles einfärben. Hier. Ah, oh, das ist ja... Oh, wie fies ist das denn? Und hier kann ich dann nach unten und finde hier dann... ein Coupon, ist das dein Ernst? Das war so schwierig zu finden und ich krieg nur einen Coupon. Der muss mir nämlich extra dieses Ding da kaputt machen, wo ich da gar nicht dachte, dass es geht. Und dann finde ich heraus, dass ich hier noch umgehen kann. Das kann ich von hier aus nämlich auch gar nicht wirklich sehen. Ja, ein bisschen. Aber nicht so wirklich. Das ist ja voll fies. Und dann werde ich damit nur mit einem Coupon abgespeist. Gibt's das denn? Oder kriege ich hier noch mehr jetzt? Jetzt bin ich hier oben. Kann ich da eigentlich hin? Nee. Wann bin ich jetzt hier oben? Keine Ahnung. Ja, okay, das ist jetzt irgendwie doof, weil das wäre echt ein... Oder das wäre nicht nur, das war ein verdammt cooles Versteck. Und ich habe mich schon voll gefreut, weil ich mir jetzt sowas von sicher war, dass ich da Schriftrolle oder Ankobium finden würde. Aber nö, dann ist es nur ein Coupon. Das kann doch nicht wahr sein. So, letzter Checkpoint schon? Ja, das dachte ich mir schon. Also ja, dann würde es sogar vielleicht das erste Level werden, wo ich beides verpasse, weil ich habe bisher in jedem Level immerhin eine der beiden Sachen gefunden. Aber hier könnte es tatsächlich sein, dass ich beide verpasst habe schon. Ich weiß nicht genau. Dass ich noch beide finde, das glaube ich auf gar keinen Fall mehr. Also ich habe auf jeden Fall schon entweder Ankobium oder eben Schriftrolle verpasst. Okay, da ist dann noch mal was. Hoffentlich dann eins von den beiden Sachen. Ja, die Schriftrolle immerhin. Okay, die war ziemlich einfach zu finden, ehrlich gesagt. Einfach nur zurücklaufen. Das war nicht so schwierig. Hilfe, ich will das haben übrigens. Oder? Ja, ich habe jetzt dann doch keinen Bock mehr, da jetzt zu warten. Obwohl ich andererseits eher auch die andere Seite noch sehen will. Deswegen, ich werde doch nochmal kurz warten. Dann gleich. Aber... Da ist anscheinend auch nichts mehr. Nein, okay, da kann ich mir doch noch kurz die Rüstung hier schnell holen. So, vorsichtig. So, okay. Und dann gleich weitergehen. Gut. Kommt das Ankobium noch? Ich glaube es, wie gesagt, eher weniger. Wir haben hier noch eine drehende Plattform, wo sie noch Sachen verstecken könnten. Aber, glaube ich jetzt dann, wie gesagt, doch eher weniger. So. Bam. Also eigentlich sollte ich nicht so... Wow, nochmal einer. Eigentlich sollte ich nicht so sehr frontal einfach drauf gehen auf die und eher auch die Mittel und Wege des Levels benutzen. Wie zum Beispiel auch wieder diese Dinger da, die ich da wieder... Diese Balken, die ich da wieder nach vorne hätte schießen können. Aber war ich irgendwie zu faul. Wir haben es ja auch so mit Aggressionen schaffen können. Halt mit einer aggressiven Spielweise, mit Offensive. Deswegen, das ist ja auch so in Ordnung. Und hier ist nicht mehr mehr. Nein, wir haben leider dann eben das Ankobium wieder mal verpasst. Oder kommst du hier noch irgendwo? Kann ich hier noch irgendwie nach oben? Oder irgendwas anderes machen hier an diesem Ort? Nein. Okay. Na gut. Ja, das war jetzt dann leider nicht so ein ganz erfolgreicher Part, weil ich gleich in beiden Leveln, die wir gespielt haben, etwas verpasst habe. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber was wollen wir jetzt machen? Ich werde dann gleich nochmal reingehen und das dann nochmal hoffentlich finden können. Beim nächsten Mal dann gleich das Ankobium. Mal schauen. Aber erstmal wieder mal die Schriftrolle. Und den Coupon, genau. Die besagt nämlich Folgendes. Rauch steigt aus 7 Ringen. Der rote Fisch entsteigt der See. Zu verschlingen alles Leben an Land. Die Predigten von Madai, Kapitel 10, Vers 10. Okay. Das sieht sehr komisch aus. Vor allem die beiden Typen da, die da stehen, die sehen auch gar nicht nach Inklingen aus, sondern nach Menschen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt das hier sein soll. Das auch, hat auch irgendeinen tieferen Sinn. Aber was genau, weiß ich nicht. Ich meine, Splatoon 1 und Splatoon 2 wahrscheinlich auch. Ist ja so ein bisschen endzeitmäßig. Nachdem eben die Menschheit ausgestorben ist, dass sich halt dann die Inklinge da halt gebildet haben. Das haben wir in Splatoon 1 genauer hören dürfen, da immer bei den Schriftrollen. Kann von hier aus alle treffen, das ist ganz cool.
Und vielleicht hat das jetzt damit was zu tun. Ich weiß aber nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde mal hier reingehen und dann hoffentlich das Ankobium gleich finden können. Hier vielleicht? Ja, okay. Das hätte ich eigentlich auch finden können, weil ich kann nämlich eben hier, zwar nicht nach oben, aber hier die Wand kann ich einfärben und dann dort eben nach oben gehen. Das war nicht so ganz leicht, aber so wirklich schwierig zu finden war das eigentlich auch wieder nicht. Also, beide Ankobiums, die ich hier in dem Part verpasst habe, waren eigentlich recht leicht zu finden, habe ich den Eindruck, aber ich habe sie trotzdem nicht entdecken können. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber ne, ist jetzt leider so. Und gleich sehen wir uns dann wieder am Ende vom Level. Dum, 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 dum. So, leider zwei Sachen verpassen diesen Part, aber immerhin haben wir die Oberwelt sehr schnell erkunden können. Also, so ganz fatal lief es auch wieder nicht. Deswegen ist schon in Ordnung, würde ich sagen. Was mich halt ärgert, ist, dass die beiden Ankobium-Dinger schon eigentlich recht leicht versteckt waren und das ein bisschen unnötig war, dass ich die verpasst habe, aber wie gesagt, ist es leider so. Okay, dann verlassen wir wieder. Denn ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Splatoon 2. Beim nächsten Mal wird es dann wieder mal weitergehen mit dem Online-Modus. Und zwar genauer gesagt dann eben noch mit Operation Goldfisch. Wieder mal der Modus, der uns noch in dieser Woche fehlt. Der wird dann eben morgen noch kommen. Und ich werde euch dann da wieder verraten, was denn dann so am Wochenende alles los ist und wann ich denn die Revierkämpfe und wann ich Salmon Run aufnehmen werde. Also dann werdet ihr dann morgen auf jeden Fall wieder dann informiert werden. So, du bist im Weg übrigens. Ich komme dann hier hin, dass du nicht im Weg bist. So, okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.